Das ist jetzt Teil 2 von meinem Video und Botschaft zum 8.8. Lions Gateway. Und zwar die Botschaft aus der geistigen Welt ist, du begibst dich in ein neues Quantenfeld. Dies erschließt sich aus deiner Seelenquelle. Sie benennen es die Seelenquelle. Ich sehe und ich bitte dich, visualisiere es nun, schließe deine Augen und visualisiere dein hohes Selbst und wie dein hohes Selbst und weißes Licht, weißkristallines Licht aus dem dritten Auge strömt und deine Realität erschafft. Und mit diesem Licht, du bist verbunden mit deiner Herzintelligenz. Und es formt sich eine Realität, die in deinem Herzen geboren wird. Du spürst und erkennst eine tiefere Bedeutung deines Lebens. Der Sinn des Lebens erschließt sich dir. Du spürst deine Liebesqualität in dir. Du spürst, dass die Liebeskraft in dir erwacht und so können vergangene Erlebnisse Heilung finden in deinem Herzen, in deinem erwachten Herzen. Und das ist die besondere Zeitqualität, die besondere Qualität, wo wir nun gemeinsam eintauchen in das erwachte Herz, in ein Liebesfeld, wo wahre, wahrhaftige Begegnung stattfindet. Es ist die Zeit, wo sich Seelenpartner treffen, die es ist eine Anziehung, eine Seelenresonanz. Du ziehst deinen Seelenpartner, Partnerin in dein Lebensfeld, weil du das dritte Auge, dein hohes Selbst über das Christusbewusstsein, über das Liebeslicht, diese Frequenz aussendet. Und so sehe ich neue Partnerschaften, neue Verbindungen formen sich, aber auch das Feuerelement zeigt, dass Partnerschaften wieder neu entflammt werden, die Flamme sich neu formt, neu erschafft, eine Wiedergeburt, ein Entflammen an alter Liebe zeigt sich und sich wieder hinzugeben. Und du siehst Aspekte in deiner bestehenden Partnerschaft oder zukünftigen Partnerschaft, die dich an deine Seelenwahrheit erinnert, die dich auch an dich erinnert und auch dich zurückführt in dein eigenes Licht. Und so begegnen sich Menschen, um sich zu erinnern, was es bedeutet, wahrhaftig zu lieben. Und noch viel mehr, sie erinnern sich an ihr eigenes Seelenlicht. Und diese Botschaft möchte ich dir mitgeben, denn die Energie zeigt, Synchronizität entsteht in deinem Leben. Du bist Soul allein, alles formt und ich sehe die Energiefelder, alles verbindet sich und so dürfen Wege entstehen und du darfst das goldene Tor öffnen für deine leuchtende, strahlende Zukunft. All meine Liebe zu dir, Nicoline Maela.